bist an modernen Technologien interessiert? Und willst bei neuen Entwicklungen selbst vorne mit dabei sein? Um auch an der Herstellung bahnbrechender Hightech-Produkte mitzuwirken. Und an Dingen, die das Leben angenehmer gestalten. Du möchtest in einem vielseitigen und extrem dynamischen beruflichen Umfeld tätig sein? Dann bist du bei uns richtig. Kunststoffe sind heute die wohl spannendste und umfangreichste Gruppe aller genutzten Materialien. Intensive Forschung sowie ausgereifte Fertigungs- und Bearbeitungsmethoden machen sie zu einem idealen Werkstoff für viele Anwendungsgebiete. Von der Verpackungsindustrie bis zum Flugzeugbau. Entsprechend vielseitig sind auch die Berufe in der weit verzweigten Kunststoffbranche. Kunststoffverarbeiter mit eidgenössischem Berufsattest, EBA, und Kunststofftechnologe mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis, EFZ. Beides sind Lehrberufe in Hightech-Branchen mit sehr guten Zukunftsaussichten. Beim Spritzguss, einem großen Bereich der Kunststoffverarbeitung, hast du es auch mit extrem präzisen Stahlwerkzeugen zu tun. Diese eigens konstruierten Hohlformen, die in die computergesteuerten Anlagen eingesetzt werden, können schon mal so groß wie dieser Block sein. Und du arbeitest mit einer breiten Palette verschiedener Ausgangsstoffe. Was hier als farbloses Granulat in den Produktionsprozess gelangt, wird in den Spritzguss- oder Extrusionsanlagen zu ganz unterschiedlichen Produkten geformt und veredelt. Mit diesen beiden Verfahren werden die meisten aller Kunststofffabrikate hergestellt. Viele dieser Produkte sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wenn du dich für eine Ausbildung in der Kunststoffverarbeitung entscheidest, kannst du zwischen der zweijährigen Lehre zum Kunststoffverarbeiter EBA oder der vierjährigen Lehre zum Kunststofftechnologen EFZ wählen. Ein großer Tätigkeitsbereich ist die Halbzeugfertigung und Bearbeitung, die von Grundfabrikaten wie Platten, Stangen oder Rohren ausgeht. Diese vorgeformten Grundstoffe werden durch verschiedene Bearbeitungsvorgänge zu neuen Produkten veredelt. Je nach dem gewünschten Ergebnis kommen dafür unterschiedliche mechanische, thermische und chemische Methoden zur Anwendung. Bei der Halbzeugverarbeitung können natürlich auch verschiedene Bearbeitungstechniken wie Schneiden oder Kleben miteinander kombiniert werden. Es gibt auch thermische Verfahren, wie zum Beispiel das Heißluftschweißen oder das Verformen von erhitzten Platten mittels Druckluft. So werden Kunststoffkuppeln hergestellt.
dem Laserschneiden von Kunststoffen lassen sich auch ungewöhnliche Formen und Schnitte sehr präzise ausführen. Mit den verschiedenen Bearbeitungsmethoden ergeben sich nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für Kunststoffprodukte. Spezielle Verfahren können viele Vorgänge sichtbar machen, die normalerweise dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Etwa die Belastbarkeit von Kunststoffen. Oder die Wirkung von Lösungsmitteln auf die Molekularstruktur. Manche Kunststoffprodukte sind technologische Spitzenleistungen, funktionell und formschön im Design. Unter dem Mikroskop werden auch innere Zusammenhänge sichtbar. Und Kunststoffe können helfen, Leben zu retten. Mit dem neuartigen Verfahren der Stereolithografie lassen sich auf hundertstel Millimeter genaue dreidimensionale Kunststoffmodelle von Körperorganen nachbilden. Dabei zeichnet ein computergesteuerter Laserstrahl jene Umrisse vor, an denen das Kunstharz augenblicklich aushärtet. Ärzte können mit solchen Modellen schwierige Operationen exakter planen. Kunstharze kommen in verschiedenen Gebieten zur Anwendung. Die Medizintechnik ist nur eines davon. Es liegt auf der Hand, dass hier ein spezielles Wissen über die breite Vielfalt an möglichen Materialien erforderlich ist, um auch spezielle Rezepturen herstellen zu können. Die Bereitschaft, sich laufend weiterzubilden, ist bei allen Berufen der Kunststoffwirtschaft selbstverständlich. Auch auf dem Gebiet der Kunstharze und der Faserverbundtechnik hat es in den letzten Jahren rasante Entwicklungen gegeben. Vor allem im Sport- und Freizeitbereich sowie im Fahrzeug- und Flugzeugbau. Neuere Verfahren, etwa das Vakuumlaminieren, sind eine saubere und elegante Lösung, um beispielsweise flache Wannen oder auch Bootsrümpfe herzustellen. Das Kunstharz wird durch Vakuum in die aufgelegten Fasermatten gesaugt und härtet aus. Ähnliche Wege geht man heute im Flugzeugbau. Feine Gewebe aus Mineral- oder Kohlefaser werden mit Kunstharzen durchtränkt und in Form gebracht. Nach dem Aushärten sind Faserverbundteile extrem belastungsfähig, widerstandsfähiger als Aluminium. Das hilft, Gewicht und Treibstoff einzusparen. In vielen Bereichen haben Kunststoffe Metalle als Werkstoff bereits abgelöst. Eine Entwicklung, die ständig weitergeht. Welche Eigenschaften für ein Produkt auch gefordert sind, es wird wahrscheinlich einen Kunststoff geben, der sie erfüllt. Härter als Stahl oder hitzebeständiger als Asbest. Und so umfassend wie die Technologie sind auch die Aussichten für die Berufe in der Kunststoffverarbeitung. Seit dem frühen Boom des Plastiks in den 50er Jahren hat sich in der Welt der Kunststoffe einiges getan. Sie sind inzwischen zur umfangreichsten Werkstoffgruppe für unterschiedlichste Anwendungen geworden. Auch wenn sich manche Dinge kaum verändert haben. Moderne Produkte kommen heute ohne den Einsatz vielfältiger Kunststoffe nicht mehr aus.
Starter in deine berufliche Zukunft. Mit Kunststoff. Dem Werkstoff des 21. Jahrhunderts.